Auf geht's, dein neues Leben wartet. Reicht dir ein City-Transporter? Oder brauchst du den großen 7,5-Tonner? Ab in die Zukunft, zum Discounterpreis. Ja, Tim Wiese, Ihr Karriereende liegt nun schon ein paar Jahre zurück. Wie sehr beschäftigen Sie sich denn aktuell noch mit dem Profifußball? Ja, ich schaue natürlich gerne Fußball. Es war ja ein großer Lebensabschnitt in meinem Leben. Ich schaue natürlich auch die Bundesliga und Champions League und alles, was dazugehört, gerne an. Ihr Ex-Verein Werder Bremen spielt bisher eine ordentliche Saison und sogar die europäischen Plätze sind noch möglich. Wie sehen Sie denn die aktuelle sportliche Entwicklung in Bremen? Ja gut, muss man sehen. Ne? Ich glaube, Tabellenplatz 11 momentan, ne? Wollen nach Europa. Was ich ja schon gesagt habe, zu Anfang der Saison habe ich gesagt, dass es schwierig wird. Ne? Aber sind auf dem richtigen Weg und ja, lass uns überraschen. Die Saison geht lange, kann alles passieren im Fußball und deswegen schauen wir mal. Das Meisterschaftsrennen dieses Jahr ist nach langen Jahren mal wieder spannend. Glauben Sie, der BVB holt sich am Ende der Saison den Titel oder können die Bayern da auch nochmal rankommen? Normal sind ein paar Punkte Unterschied. Es ist noch eine halbe Saison zu spielen fast. Und im Fußball ist immer alles möglich, ne? Wie ich ja gerade schon gesagt habe. Wird natürlich spannend, ne? Was wir in den letzten Jahren vermisst haben. Und hoffen mal auf ein spannendes Meisterschaftsduell. Ne? Ja, Sie setzen sich in der Vergangenheit auch schon für den Amateurfußball ein, beim SSV Dilling. Sieht man Sie in Zukunft noch mal einmal auf dem Platz oder haben Sie damit komplett abgeschlossen? Nee, eigentlich habe ich damit komplett abgeschlossen. Das war eine einmalige Geschichte für einen guten Freund aus Dillingen, der da auch Präsident ist. Und waren recht erfolgreich, ne? Waren unheimlich viele Zuschauer da, hat Spaß gemacht. Aber das war eine einmalige Geschichte. 2016 hatten Sie sich auch im Wrestling versucht. Warum haben Sie diese Karriere nicht fortgeführt? Weil ich dafür nach Amerika hätte müssen. Ne? Und das wollte meine Familie nicht, da jetzt nochmal rüber zu gehen, nochmal richtig professionell Wrestling zu treiben. Deswegen hat das dann am Ende nicht funktioniert. Und abschließende Frage, was haben Sie in der Zukunft geplant? Was sind Ihre Ziele für die Zukunft? Ja, einige Sachen. Es wird noch ein TV-Projekt geben mit mir und dann natürlich meine Firmen voranzutreiben und natürlich auch viel Fußball zu schauen. Und hofft man natürlich, dass der HSV wieder in die erste Liga kommt. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis.